meiner Sache bis heute Abend noch nicht ganz sicher. Aber ich hatte mir vorgenommen, sie gründlich aufzuklären. Besonders seit ihr George ermordet habt. Wer ist George? Das war der Landstreicher, den man tot gefunden hat. Mein bester Assistent. Sie werden darüber Bescheid wissen. Ich hab's nicht gemacht! Ich hab's nicht gemacht! Die da sind an allem schuld! Hätte ich doch nie euer dreckiges Geld angenommen! Halt's Maul! Ihr habt gut trinken! Ihr braucht nicht für Frauen und Kinder zu sorgen! Ich bekomme jedes Mal 5 Pfund, wenn ich diesen verdammten Zug zu ihrer Fabrik am alten Hafendamm brachte, um dort die Schnapskisten und das übrige Gold zu holen! Nein! Ich spreche die Wahrheit! Das wisst ihr ganz genau! Es ist schon lange so gegangen! Und nun muss ich alles ausbaden! Die Pest an euren Hals! Hexen, sind die Wagen da? Wir würden sie ab. Endlich übernahm ich die Sache und sandte George hierher, damit er mit der Spur weiterfolgte. Er wurde ermordet. Hier, in diesem Warteraum. Die Halunken bestachen den alten Saltwatch-Kind und ließen monatlich einen Zug gehen. Von Fabrik zum alten Hafen dort unten. Motorwagen hätten diesen angelegenen Ort nur Verdacht erregt. Ein Schiff aus Hamburg brachte die Waren hierher. Sie meinen, die Geschichte von dem Unfall war so pure Erfindung? Nein. Der Unfall ereignete sich wirklich. Hier in Manitoba ist das Volk sehr abergläubisch. Und so entstand nach und nach die Geschichte vom Geisterzug. Die Halunken benutzten das zu ihren Zwecken. Es erleichterte ihnen die Sache sehr, denn das Volk rennt davon, sobald es nachts einen Zug kommen hört, als gelte es sein Leben. Die Hauptsache aber war, dass sie heute Nacht niemanden in diesem Warteraum gebrauchen konnten. Aus Angst, man würde ihre Ware entdecken und so die gesamte Spukgeschichte, auf der sie bauten, ans Licht bringen. Und als der alte Sorlock sich loswerden konnte, ging er zu Price. Price wohnt nicht 5 Meilen von hier, sondern nur eine halbe. Und da keine Zeit zu verlieren war, gingen sie gleich mit, um uns einen Schreck einzujagen. Halt! Gehen Sie wieder zu Ihrem Stuhl. Alles war Komödie. Alles. Auch die Ohnmacht des Fräulein Price. Aber warum brachte Saul uns denn nicht zu Prices Haus? Sie konnten uns doch ebenso wenig gebrauchen wie hier. Sie hatten heute Nacht ihr Geschäft zu erledigen. Also ich weiß, dass Sie sich gewiss in einer Seele irren. Dieses arme, arme Mädchen ist eine ganze Geschichte ebenso unschuldig wie ich. Man hat sie betrogen, wie man uns betrogen hat. Oder sie übten einen so furchtbaren Zwang auf sie aus. Armes Mädchen. Darüber bin ich mir noch nicht ganz einig. Ich muss nun gehen. Wo wollen Sie hin? Ich weiß es nicht. Dies alles war zu viel für mich. Mein Kopf, es wird mich töten. Einen Moment. Was wünschen Sie? Wer sind Sie? Man hat dieses arme Mädchen betrogen. Ja, ja, so ist es. Sie alle glauben mir das doch, oder? Armes Mädchen. Soll ich Sie nach Hause begleiten? Haben Sie die Liste? Nein, Mr. Morrison, keiner tut sie bei sich. Haben Sie das Papier? Welches Papier? Sie wissen ganz genau, wovon ich rede. Die Liste mit dem Namen der Schmuggler. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Jackson, führt sie ab. Nein, nein, nur das nicht. Ich weiß alles, ich kann Ihnen alles sagen. Nun? Ich weiß noch mehr, vieles mehr. Heraus damit. Aber nicht hier, das kann ich Ihnen nicht hier sagen. Nicht hier vor all diesen Leuten. Sollen wir Sie alleine lassen? Nein, ist schon gut. Kommen Sie mit hier herein. Aber ich warne Sie, es ist eine ernste Sache. Schon gut, Jackson. Ich weiß absolut sicher, das Mädchen hat nichts mit der ganzen Sache zu tun. Ihre Wagen sind da, meine Herrschaften. Gut, dann wollen wir uns aufmachen. Thank you.
Mr. Murdoch. Ja? Hier ist meine Karte. Besuchen Sie uns, wenn Sie zurück sind. Sagen wir in 10 Tagen. Gut. Denken Sie an uns während Ihrer Flitterwochen. Elsie, wir fangen bei unserer zweiten Auflage an. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich glaube Ihnen kein Wort, Sie vergeuden meine Zeit. Ah, meine Augen! Hallo. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich alle Trümpfe in den Händen habe. So ein Stümper wie der, der glaubt, mich fangen zu können. Ach, Gott sei Dank hatte ich Pfeffer bei mir. Oh Gott, wer sind Sie? Ich? Eine gefährliche Nummer, wenn ich gereizt werde, Kindchen. Die hohen Herrschaften kennen mich alle. Sie nennen mich Chicago Sally und Rudy Jane. Platz da, Kleiner. Oh, Charlie! Ich weiche nicht von der Tür! Du weichst, Jüngling, glaub mir, durch diese Tür führt mein Weg. Und Sie sollen mir dabei behilflich sein. Geben Sie die Tür frei. Nein! Ich sage doch, wenn ich schieße, wird Ihre süße kleine Witwe sein, bevor sie noch zur Frau geworden ist. Also los, eins. Weiter! Oh, meine Tür! So ist's recht. Immer schön auf Mütterchen hören. Sie hat mehr Grütze im Kopf als Sie. Ich bin des Teufels Kurtisanin. Hab mehr vergessen als Sie. Au! Was soll das? Wollen Sie des Teufels Großmutter die Anfesseln ablegen? Sagen Sie, sind Sie einer oder zwei? Einer. Wie zum Teufel sind Sie da herausgekommen? Sie vergessen, dass unser gemeinsamer Freund Saul, der scheinbar gestorbene Stationsvorstand, einen geheimen Ausgang benutzt hat. Und den habe ich entdeckt. Donnerwetter, Sie sind ja ein Mordskerl. Wenn ich rauskomme, sollten wir in Kompanie gehen. Sie wären bei mir zu jeder Tageszeit herzlich willkommen. Woher haben Sie den Kaugummi? Das ist kein Kaugummi. Das ist das Papier, welches Sie suchen. Ja, jetzt suchen Sie ruhig. Es wird Ihnen nicht leicht fallen. Angenehme Ruhe, Kinder. Schlaf wohl miteinander. Großes Neujahr allerseits. Sie saßen mir schon oft auf den Fersen. Dies ist jedoch das erste Mal, dass die heilige Justiz mich erwischt hat. Also, komm mit ins Separé. Weiß Gott, Kleiner, mit Ihnen wäre ich lieber gegangen. Zu Hause sein. Es ist doch gut, dass jetzt nichts Aufregendes mehr passiert ist. Großer Gott!